Hallo Leute und herzlich willkommen zur 8. Folge von Let's Play Minecraft. Yo, wir wollen starten und ich habe eine Neuerung für euch. Ich habe ein Update und wir gehen aber erstmal schlafen, damit wir keine böse Überraschung erleben, wie schon so manches Mal. Und wir nehmen uns auf jeden Fall auch Bruchstein mit. Wir brauchen jede Menge Bruchstein. Das können wir hier lassen. Ich habe auch ein Gerüst gebaut, Leute. Und das nächste Mal, wenn ich baue, zeige ich euch das auch. Und jetzt wollen wir uns Bruchsteinmauern craften. Und zwar kriegen wir immer 6 aus einem Bruchstein. Und wir machen alles weg. Gut. Das ist eine schöne Menge. Wir haben hier auch noch welche, die machen wir dazu. Okay. Und dann zeige ich euch mal das Update. Wo ist das Pferd? Hallo? Die Leine ist doch noch hier. Hallo? Das ist mir jetzt auch komplett neu. Hallo? Das ist ja. Na gut, piep. Also, ich habe das hier neu gebaut und ihr wisst ja, wir wollen jede Menge neue Villager haben. Also im Prinzip brauchen wir erstmal nur noch einen, der ist ja schon da. Ja, der haut gleich ab. Und dann habe ich gedacht, wir machen hier 2 Betten rein, weil. Und das werdet ihr sehen. Das verrate ich euch noch nicht. Aber die Betten, die machen wir später rein. Wir craften sie erstmal. Ich weiß nicht, habe ich die Wolle hier? Ich glaube. Ich könnte aus dem Faden, glaube ich, auch Wolle machen. Ah ja, hier ist er. Also wir behalten unser Reisebett. Wir machen 2 neue. Dazu brauchen wir 6 Wolle. Nee, wir machen das so. Wir nehmen die blaue Wolle. Und dann brauchen wir noch Eichenholzbretter. Ich glaube, das ist egal, was für Holz wir da nehmen. Und dann craften wir uns 2 Betten. Wir haben aber nur noch einen Platz, das ist kein Problem. Wir hauen den Stock hier raus mit Q und nehmen das Bett noch mit dazu. Es hat sich sogar gereimt. Und hier, Leute, ihr seht, wenn ich das hier drücke, aus Bambus und Faden können wir uns Gerüst bauen. Das ist sehr nice. Ich weiß gar nicht. Hier habe ich ja noch 18 Bambus und den pflanze ich aber erstmal ein. Mit euch zusammen jetzt auch. Und ja, und dann können wir das natürlich später, wenn es gewachsen ist, auch wieder ernten, ne? Und haben dann halt viel mehr davon. So, reden wir nicht viel und da, wenn wir das gleich mal in der Hand haben. Warum ist das Pferd weg? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Vielleicht auch ein Creeper, aber da müsste ja eigentlich eine Leine sein, die er weggesprengt hat. Oder das ist einfach despawned. Kann sein. Aber wo ich gebaut habe, war es noch da. So, Leute, wir machen uns einmal
Den Bambus, den machen wir uns mal am besten hier so hin. Und hier auch. Und so ein bisschen verteilen. Ich möchte ihn gern schön hochwachsen lassen, wenn es geht. Hier hoch mache ich auch. 1, 2 und da noch ein. Ach komm, dann machen wir hier und hier auch noch einen. Und hier und hier auch noch. Dann haben wir immer noch 7. Machen wir uns hier was hin. Und hier. Und hier. Und hier. Ja, hier. Hier. Und dann dachte ich auch hier. Okay. Dann holen wir uns noch welche. Dann nehmen wir den ja noch weg. Ich brauche noch 2 Stück. Und den weg und den weg. Ich wollte eigentlich an jeder Seite auch erstmal einen Bambus machen. So. Und so. Und so. Und dann wollten wir die Betten bereit machen. Einmal, zweimal. Und dann natürlich eins hier und das andere hier. Und in die Mitte stellen wir später noch eine Truhe. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Hier habe ich auch schon angefangen, Glasscheiben reinzumachen. Die haben aber nicht gereicht. Das machen wir später auch noch weiter. Und mir hat das erstmal so gefallen. Ich dachte, so Fensterscheiben, das bringt auch ein bisschen Tiefe mit ins Spiel. Und ja, gut. Dann packe ich jetzt mein Inventar aus. Und wir fahren zusammen auf See. Wir stechen den See. Moment, ich muss mich kurz sortieren. Also das. Das alles weg. Alles weg. Eigentlich kann fast alles weg. Die Mauern, die verteilen wir vorher noch. So Leute, ich habe aber fast vercheckt, wir wollten vorher die Zäune noch verteilen und das wäre auch sinnvoll. Denn was ich dann mit euch vorhabe, wir wollen ja einen See stechen und einen neuen Dorfbewohner holen. Und dazu möchte ich erstmal die Bruchsteinmauern dort ringsrum platzieren, so viel wie wir haben. Das müsste erstmal einen schönen Bereich ergeben und dann verbinde ich natürlich auch, wenn wir den neuen Dorfbewohner haben, die beiden Seiten miteinander, also dass die dann beide überall hin können. Ne? Dann nehme ich da sozusagen die Zwischenstücken raus und dann ist das ein gesamtes Großes. Gut, so viel zu dem, was ich vorhabe. Und jetzt ist die Kiste voll oder das Fass. Ne? Das ist ein Fass. Oh, alles weg hier. Das kann erst. Das müssen wir später eh sortieren und ich denke, wenn wir uns sowieso ein automatisches, vollautomatisches Lager bauen, dann brauchen wir das jetzt auch nicht so zu sortieren. Okay, das machen wir dahin und das da. Und die ist ganz leer, da können wir alles reinhauen erstmal. Das machen wir halt später dann. Okay, was zu essen brauchen wir auch noch. Ich könnte auch String drücken und dann, ne?
Soll das schnell gehen? Nochmal so. Nebenbei. Jo, und es wird eh dunkel. Dann checken wir uns noch was zu essen. Die Melone nehmen wir mit auf jeden Fall auf, klar. Aber nicht alles. Das reicht auf jeden Fall. Und Werkzeuge. Ja, da hätte ich die Stöcke gar nicht weglegen brauchen. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dann nehmen wir das. Ja. Und dann craften wir uns natürlich die Stöcke. Haben wir 33 und dann machen wir halt noch Werkzeuge. Dazu brauchen wir noch Stein. Das reicht. Und dann machen wir uns noch ja, ein, zwei Spitzhacken, ein, zwei Äxte, noch ein Messer, das ist ja gleich kaputt. Ganz wichtig. Das macht schon gut, ist ja auch nur ein Stellmesser, aber macht schon gut Schaden. Also beim Zombie und bei den Ertrunkenen brauche ich, glaube ich, weiß nicht, zwei Schläge. So, und wir nehmen noch, das habe ich aber glaube ich nicht hier, das ist glaube ich draußen in der Kiste. Nicht, dass hier was reinkommt. Ich glaube, ich habe. Nee, die Tür ist zu. Es ist mir schon mal ein Creeper hier reingekommen und hat mir Eingang weggesprengt. So. Dann pennen wir erstmal. Na, da ist doch irgendwas hier. Da. Der macht Geräusche. Okay, Leute, wir wollten jetzt, wir haben Werkzeug, wir wollten das Boot noch nehmen. Der Bambus ist sogar schon ein bisschen gewachsen. So, wir haben sogar zwei. Und wir nehmen uns auch vorsichtshalber zwei mit. Wir nehmen uns auch, ich glaube, drei Moosblöcke mit. Ich habe sehr viel, ne, die hatte ich mal zwischendurch von einem wandernden Händler bekommen. Die kriegt man, glaube ich, so noch gar nicht. Nur aus Kisten von Schiffswracks und dem wandernden Händler. So weit ist mir das bekannt. Und ja, dann haben wir jetzt, denke ich mal, soweit alles. Wir wollen ja eigentlich nur den Dorfbewohner holen. Wir wollen ja gar nichts anderes. So, die Boote haben wir. Okay, also dann, wir wollen ja jetzt die Zäune bauen. Dazu fange ich am besten hier an. Nein, oder doch lieber hier. Das ist sinnvoller. So und so und so und so mal weiter. Und hier. Ne, genau hier. Hier mache ich noch einen hoch. So, und dann machen wir das erstmal bis zu meinem Haus. Beziehungsweise Steve's. Hier und hier und hier und hier. Okay, das gefällt mir schon mal. Schon mal. Und jetzt
Nee. Okay, wir machen hier erstmal weiter. Ich weiß es gerade nicht genau. Okay, wir machen das hier hinten lang. Und dann mache ich hier diesen Block auf jeden Fall noch weg. Die Reihe hier auch noch. Gut, das lassen wir. Ich brauche noch Erde, aber wir verbauen es erstmal und dann schauen wir. Ich möchte mindestens eine Reihe haben hier. Ja, müsste eigentlich fast reichen. Jo, haben wir sogar noch drei drüber und die platziere ich erstmal hier. Na gut. Ja, es ist jetzt ein bisschen. Wir können ja auch noch. Na gut, wir machen so. Okay. Dann kommt der natürlich auch noch weg, ja. Und der auch. Und hier wollen wir später auch noch ran. Den mache ich gleich heran. Und die Bänke kommen auch noch weg. Dann machen wir das hier platt. So. Okay, jetzt können wir weiterbauen. Und dann bauen wir hier um die Ecke. Dazu muss ich aber erstmal einen Schritt weggehen. Ja, das passt. Das ist erstmal ganz gut. So, und dann machen wir hier so und 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 so. Ja, gefällt dir das nicht? Du kommst doch dann nachher hier raus. Aber erst später. Erst nachher, wenn der neue Dorfbewohner da ist. Jetzt habe ich mich auch eingesperrt. Oh, Leute. Und dann können wir eigentlich schon fast los. Hier kommt dann ein Tor rein. Ja, hier kommt noch ein Tor rein. Ich weiß nicht, können die Dorfbewohner aus so ein Torn raus, aus Zauntorn? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach. Und wenn nicht, bauen wir sicherheitshalber erstmal noch was vor, damit wir nicht wieder eine einbüßen. Genau, ein Tor wollte ich. Ich hatte genau hier. Später können wir das natürlich alles auch noch ein bisschen schöner machen. Aber es erfüllt erstmal seinen Zweck und ich denke, Dorfbewohner sind gar nicht so schlecht. Ach so, und was ich sagen wollte, wenn wir eine Schere haben, dann mache ich das hier auch genau wie das hier ist. Das gefällt mir dann besser. Und es passt auch zu dem hier. Ich habe das Dach mal in einer anderen Farbe gemacht. Ich denke, wenn man das Bild mal ein bisschen verändert, auch das kann nicht schaden. Nicht ganz so bunt, aber mir gefällt es ganz gut. Jo. Jo, also dann, wir wollten den See stechen. Wie sieht's
sieht's mit der Sonne aus? Hallo Sonne? Ja, die geht unter und ich würde sagen, wir gehen los, wenn es hell ist. Aber das mit dem Pferd finde ich immer noch schade. Aber wir finden auch wieder ein anderes, nicht? Das wird die Spawn sein, deswegen sieht das mit der Leine auch so aus. Und ich glaube, wir lassen das auch so stehen. Den Pfeiler ist gleich ein Gedenkpfeiler für das Pferd. Ne? Und dann ist das schon. Also ich glaube, das kriegt man sonst so nicht hin. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich glaube es nicht. So, also jetzt wird auch dunkel und dann. Wir können die Mauern auch erstmal wieder weglegen. Wir vergrößern das natürlich später noch alles und es kommen ja auch noch mehr Häuser dazu. Es kommen noch viel mehr dazu. Und von daher nehmen wir uns das Boot und wir nehmen uns vorsichtshalber das andere auch noch mit. Das war ja klar. Und die Stöcke legen wir weg. Und die Zäune. Gut, die anderen habe ich. Das sortieren wir, wie gesagt, alles später noch. So, Leute. Wir gehen jetzt. Yo, Dude. Alles gut bei dir? Schön. Yo, Leute, und ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und wenn die Folge euch gefallen hat, dann bitte ich euch, einen Daumen nach oben da zu lassen, vielleicht auch das Video und den Kanal oder auch die anderen Videos zu teilen. Und am meisten würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Es kostet nichts. Und wir können dann zusammen agieren. Also, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und die schließe ich gleich an. Bis denn, euer Jens.